Seit 4 Jahren gibt es den Skoda Yeti. Bislang hat er sich über 260.000 Mal verkauft. Jetzt bekommt die erste Generation ihr erstes Facelift. Die Besonderheit? Es wird gleich 2 Versionen geben. Der wichtigste Knopf hier in der Offroad-Variante ist dieser. Wenn man ihn drückt, sind alle Systeme auf Offroad eingestellt. Und wir gehen jetzt ins Gelände und testen mal, was der Yeti da so kann. Erste Aufgabe, die Wasserdurchfahrt. Kein Problem für den Yeti. Mit einer Bodenfreiheit von 18 und einer Wadtiefe von 30 cm sind auch ausgewachsene Matschpfützen kein Hindernis. Wir testen den stärksten Diesel der Motorenpalette. Der 2 Liter TDI ist mit permanentem Allradantrieb und 6-Gang DSG-Getriebe ausgestattet und leistet 125 kW. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 197 km/h und verbraucht laut Hersteller 6,3 Liter auf 100 km. Hierzulande bleiben SUV meist auf der Straße. Umso erstaunlicher ist ihr wahres Können, wenn man sie mal ins Gelände lässt. Steigungen von 60% meistert der Yeti rauf wie runter. Ist der Offroad-Modus aktiviert, rollt der Wagen ohne Zutun des Fahrers in Schrittgeschwindigkeit den Hang hinab. Nur lenken und gegebenenfalls ein bisschen bremsen muss er selbst. Wer öfter mal an Steigungen steht, kann eine unterstützende Berganfahrhilfe ordern. So viel zur Offroad-Variante, denn es gibt ja schließlich noch einen zweiten im Bunde. Yeti City nennt sich die schicke Stadtvariante, die gewissermaßen mit lackierten Fingernägeln statt derben Arbeitshandschuhen daherkommt. Auffälligster Unterschied an der Front ist die Wabenstruktur des unteren Lufteinlasses. Und wo das Outdoor-Modell am Heck mit Plastikrobustheit demonstriert, zeigt sich die City-Version auch hinten von der eleganten Seite. Unsere Kunden bevorzugen zum Teil die elegante City-Variante und genauso gibt es Kunden, die bevorzugen die robustere Variante, den Yeti Outdoor. Technisch sind beide Varianten gleich, wir haben die gleichen Motoren und Getriebe und die sind auch gleich hoch, da gibt es keine Unterschiede. Wir gehen davon aus, dass die City-Variante etwas beliebter sein wird, ungefähr 60% werden die City-Variante wählen. Wir steigen um in die Stadtversion und fahren den kleinsten Benziner mit Frontantrieb. Geschaltet wird er über ein manuelles 6-Gang-Getriebe. Es gibt ihn aber auch mit DSG. Die Fahrt mit dem Yeti im Offroad-Gelände hat mich wirklich beeindruckt, was der Wagen da an den Hängen leistet. Jetzt sind wir in der City-Version unterwegs. Die ist ausgerüstet mit dem kleinsten und sparsamsten Motor. In diesem Modell gibt es leider keinen Offroad-Knopf. Das heißt, das Modell ist wirklich auf die Stadt ausgelegt. Der 77 kW starke 1,2 Liter Benziner soll sich im Schnitt mit 6 Litern auf 100 km begnügen. Unser Modell mit mittlerer Ausstattung kostet in Deutschland knapp 21.800 Euro. In der Basisversion ist der kleinste Yeti City Benziner aber schon für unter 19.000 Euro erhältlich. Und genau das ist das Erfolgsrezept des Yeti. Zu einem vergleichsweise günstigen Preis bekommt man ein praktisches SUV mit viel Platz und guter Technik. Neu ist die Halterung der Warnwesten unter den Sitzen. Außerdem ist der Yeti als erstes Skoda-Modell optional mit einer Rückfahrkamera ausgestattet. Die Rückbank ist geräumig und besteht aus 3 Einzelsitzen. Im Kofferraum sorgen verschiedene Netze und Haltesysteme für Ordnung und Sauberkeit. Ein einfacher Handgriff und der mittlere Sitz wird zur Armlehne mit Getränkehaltern. Das
war mein Yeti-Abenteuer für heute. Ich bin beide gefahren. Technisch unterscheiden sie sich ja nicht so doll, aber äußerlich, und da muss ich sagen, gefällt mir die Offroad-Variante ein Ticken besser. Preislich macht es auch keinen so großen Unterschied, ungefähr 200 Euro im Basismodell. Da würde ich sagen, würde ich mir die Offroad-Variante gönnen.1997 hat Mercedes viel Aufsehen mit seiner damals neuen A-Klasse erregt. Sie waren quasi Mitbegründer des Mini-Van-Segmentes. Jetzt, gut 16 Jahre später, haben wir die neue A-Klasse und sie hat im Grunde nichts mehr mit dem gemein, was damals neu auf den Markt gekommen ist. Und das ist auch gut so, vor allem wenn man die jungen Kunden anlocken möchte. Es ist bereits die dritte Generation der A-Klasse. Mich spricht auf jeden Fall die neue A-Klasse wesentlich mehr an als die Vorgängergeneration, denn die hat es nämlich gar nicht getan. Hier haben wir jetzt wirklich ein sportliches Auto im Kompaktwagensegment und hier muss sich die Mercedes A-Klasse sicherlich nicht vor Golf oder Audi A3 verstecken. Wir testen den A200 Benziner. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 224 km/h. Für den Sprint auf die 100 km/h-Marke benötigt er 8,4 Sekunden und soll nur 5,8 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Das Äußere der neuen A-Klasse hat sich im Vergleich zu den Vorgängern wirklich deutlich verändert. Und das war ja auch das erklärte Ziel der Mercedes-Designer. Unter der Haube ruht das Herzstück des Wagens, ein Vierzylinder-Direkteinspritzer. Sie ist um ca. 16 cm geschrumpft, das heißt, sie wurde in der Höhe reduziert. Und somit hat sich auch der bequeme Einstieg deutlich nach unten gesetzt und ist nun nicht mehr Seniorenfahrzeug, sondern vielmehr für sportliche junge Fahrer ausgelegt. Dynamisch geschwungene Flächen und eine markante Linienführung bestimmen ihr sportliches Aussehen. Serienmäßig sind 17 Zoll Alufelgen erhältlich. Das breitenbetonte und horizontal strukturierte Heck strahlt Kraft und Athletik aus. Dafür sorgen einteilige, gegliederte Heckleuchten, die weit in die Seitenpartie gezogen sind. Die neue A-Klasse ist nun komplett im Kompaktwagensegment angekommen, hat aber leider den kleinsten Kofferraum im Segment mit 341 Litern, sodass das sportliche Ambiente der A-Klasse leider noch nicht mal eine Golftasche ohne Probleme aufnehmen kann, ohne dass man die Rücksitzbank umklappen müsste. Dank der neuen Parameterlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkkraftunterstützung lässt sich das Fahrzeug auch bei hohen Geschwindigkeiten leicht und sicher bewegen. Verändert hat sich auch das Innere. Überall findet man Leder- und Chromakzente. Ein großer Bordmonitor und die komfortablen Ledersitze fügen sich ins Gesamtbild ein. In Sachen Sicherheits- und Assistenzsysteme hat man natürlich auch hier die Qual der Wahl. Von Spurhalte bis toter Winkelassistent ist fast alles dazu bestellbar. Fazit. Mich hat die neue A-Klasse auf jeden Fall überzeugt. Jetzt, wo wir hier ein sportliches Design haben und gar nicht mehr den biederen Charakter der alten A-Klasse, dürfte jetzt der Weg auf jeden Fall geebnet sein, um noch mehr Käufer für die A-Klasse zu begeistern. Wäre da denn nicht der hohe Preis? Für unsere A200-Version müssen wir um die 27.000 Euro berechnen. Mal davon abgesehen, dass da noch das eine oder andere hinzukommt, wenn man Navigationssystemen und diverse Assistenten dazu haben möchte. Der hohe Einstiegspreis von rund 24.300 Euro in Deutschland könnte junge Käufer verschrecken. Am Design sollte es dagegen nicht scheitern. Die Dreierlimousine von BMW kommt im Mai als M-Version auf den Markt, ebenso das neue Vierer-Coupé. Beide sind auf höchste Performance ausgelegt, haben ein Carbondach und eine optimierte Aerodynamik. Für Vortrieb sorgt bei beiden ein 6-Zylinder-Turbomotor. Der produziert 317 kW und 550 Newtonmeter Drehmoment. Mit dem optionalen Doppelkupplungsgetriebe fällt die 100 km/h-Marke schon nach 4,1 Sekunden.
Ford stellt mit dem C-Max Solar Energy Konzept ein innovatives Hybridauto vor. Rein elektrisch hat der Solar Energy eine Reichweite von 33 Kilometern. Besonderer Clou sind die Solarzellen auf dem Dach. Mit ihnen kann der Solar Energy komplett kosten- und emissionsfrei geladen werden. Zusätzlich hat Ford ein Carport entwickelt, welches die Sonnenenergie bündelt. Darunter bewegt sich das geparkte Auto wenige Zentimeter, um immer die maximale Energieausbeute zu erzielen. Der Seat Leon ST ist ein starkes Stück, nicht nur für die Konkurrenz aus der Kompaktklasse, sondern auch für die Angebote aus dem eigenen Konzern. Das sind der Skoda Octavia Kombi oder auch der VW Golf Kombi. Mir persönlich gefällt der geräumige Spanier viel besser. Ich finde die Scheinwerfer schöner, die Heckleuchten stylischer und die Leon-typische Designlinie am Heck finde ich ganz besonders gut. Sie läuft bis zur hinteren Tür. Was der Spanier sonst noch alles kann, schauen wir uns jetzt an. Nach dem schnittigen Leon SC und dem Fünftürer gibt es nun auch die sportliche ST-Variante. Damit verbinden sich Kombi- und Sportwagen-Gene zu einem Fahrzeug für Familie und Vergnügen. Am besten gefällt mir am Seat Leon ST, dass er sich so leichtfüßig fahren lässt. Das liegt daran, dass er zum einen sehr leicht ist, zum anderen sind die Motoren auch sportlich abgestimmt. Die Federung ist straff, aber nicht zu straff. Und jeder Schalter, das ist das Schöne an dem Bedienkonzept, das man inzwischen gelernt hat aus dem VW-Konzern, ist dort, wo man ihn erwartet. Man kann sich reinsetzen und sofort ohne Bedenken intuitiv alles richtig machen. Wir testen die stärkste Benzinvariante mit 132 kW. Für den Sprint auf 100 km/h benötigt sie nur 7,7 Sekunden. Bei 224 km/h ist Schluss. Den Normverbrauch von 5,8 Litern auf 100 Kilometer kann man natürlich wie immer nur als Vergleich mit anderen Herstellerangaben ernst nehmen. Außen gibt es nichts zu meckern. LED-Scheinwerfer bekommt man serienmäßig. Die bulligen Lufteinlässe betonen seine Sportlichkeit. Innen ist alles hochwertig und funktional. Natürlich ist auch ein Touchscreen-Monitor mit an Bord. Auch wer viel transportieren muss, ist beim Seat Leon ST richtig. Hier ist auch für einen längeren Urlaub genügend Platz vorhanden. Der Seat Leon ST ist ein Kombi. Da will man natürlich immer wissen, was reinpasst. Dazu ist bei mir der erfolgreiche Schauspieler Simon Böhr. Hallo Simon. Hallo, grüß dich. Du bist nicht nur Autofan, sondern begeisterter Surfer und Familienvater. Da muss man natürlich wissen, was in so ein Auto reinpasst. Das ist richtig. Die ganze Familie findet bequem darin Platz. Heute war der Papa allerdings allein unterwegs in den Bergen. Und ich durfte ein bisschen die sportlichen Fähigkeiten des Leon ST ausloten. Hatte danach Lust, ein bisschen surfen zu gehen. Und du wirst nicht glauben, so ein Surfboard passt ganz easy in den Leon rein. Ich zeig's dir kurz. Auf Wunsch kann man sich auch für ein strammeres Fahrwerk entscheiden. Dann liegt der ST härter auf der Straße und Kurven werden zum Erlebnis. Neu sind im Seat Leon ST Fahrerassistenzsysteme, die man sonst nur aus der Mittelklasse kennt. Eingebaut ist zum Beispiel ein Radarsystem, das automatisch den Abstand auf der Autobahn hält, aber auch bis zum vollkommenen Stillstand bremst. Das hat den Vorteil, dass das auch in der Innenstadt funktioniert, wenn man mal unaufmerksam ist und einen Fußgänger nicht erkennt, weil er gerade mal doch über die Straße hüpfen will, dann bremst das Auto selbst ab und vermeidet dadurch den Unfall. Insgesamt ist der Leon ST ein vernünftiges Auto mit sportlichem Charakter. Kaufen kann man ihn ab gut 16.600 Euro für den Benziner. Besonders hat mich die adaptive Dämpferkontrolle beeindruckt. Beim Fahren habe ich alle verschiedenen Varianten ausprobiert, ob Eco, komfortabel oder sportlich. Ich war meistens sportlich unterwegs. Aber das Schöne dabei ist, es gibt auch wirklich einen Unterschied. Komfortabel ist komfortabler und sportlich ist auch wirklich sportlich. Damit kann man für sich selbst die individuelle Einstellung finden für dieses Fahrzeug. Und das ergibt dann wirklich ein stimmiges Gesamtangebot. C
Zwei unterschiedliche Pferde aus dem gleichen Stall, europäischer Ford Consul versus Mercury Cougar aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. '72 stellt Ford Europa den Consul in Deutschland vor. Gleich drei Karosserieformen sollen Kunden zum großen Ford führen. Zwei- und Viertürer werden angeboten und très chic, das Coupé. 90 PS leistet der Consul in der 2 Liter V6-Version. Auf Wunsch bekommt der Neuwagenkäufer den Ford auch mit einem schmalbrüstigen Vierzylinder. Der Consul repräsentiert mit seinem Design den Zeitgeist der 70er. Der Cougar von 1974 schöpft aus dem Vollen. Mit einer Länge von gut 5,50 Metern und einer Breite von 2 Metern ist er für jede deutsche Normgarage zu groß. Mercury war bis 2011 eine Marke der Ford Motor Company. Basierte der erste Cougar noch auf dem Ford Mustang, mutiert die zweite Generation zum Koloss. Alles ist gigantisch geworden, ein Straßenkreuzer, wie er unpassender zum Anfang der Ölkrise nicht hätte kommen können. Die Form des Gigantencoupés wirkt aus heutiger Sicht überladen, aber so war Autodesign in den 70er Jahren in den USA nicht elegant, sondern einfach nur fett. Wer will, konnte einen Big Block mit über 7,5 Litern ordern und herrscht über 380 PS. Hat der Cougar bändiger auf dem Chefsessel Platz genommen, umgibt ihn eine Atmosphäre, die im Büro eines texanischen Ölmagnaten auch nicht schwülstiger sein könnte. Dirk Salomon betreibt eine Oldtimer-Vermietung in Berlin. Cougar und Consul kann der Oldtimer-Fan bei ihm mieten. Für die Hochzeit oder auch für einen stimmungsvollen Oldtimer-Ausflug. Der Cougar wird gerne von Menschen gemietet, die einfach mal einen Motor fahren wollen, der mindestens 4 Zylinder mehr hat als der eigene Motor, der auch ordentlich Hubraum hat. Und der Cougar war eben so in den 70er Jahren das letzte amerikanische Auto mit richtig großem Motor. Der Ford Consul, der wird überwiegend von Jüngeren eigentlich gefahren, die das einfach cool finden, mit einem Auto aus den 70ern mal spazieren zu fahren. Also wenn ich Lust habe, mal richtig Gas zu geben oder auch mal richtig zu beschleunigen und dabei auch mal richtig schön was zu hören, dann nehme ich sicherlich den Cougar. Aber es gibt bestimmt auch Momente, wo ich es einfach schön finde, mit dem Ford Consul zu fahren. Der ist ja hier in Deutschland durchaus weiter verbreitet als ein Mercury Cougar. Die kann man einer Hand abzählen, die es bei uns hier gibt. Aber mein Favorite jetzt, Stand hier und heute, wäre der Cougar. Schnäuzer, Prada-Brille und Goldkettchen, das passt zum Cougar wie Hamburger und Cola. Leider muss sich der Ami-Fan auf einen Verbrauch ab 20 Liter aufwärts einstellen. Die deutsche Art des American Way of Drive heißt Anfang der 70er Consul oder Granada. Obwohl Ford sein Topmodell auf europäische Größenverhältnisse stutzt, ist einigen Kunden das Auto immer noch zu groß. Bei der Innenraumgestaltung legen die Kölner Ford-Werke Wert auf US-Style. Schwarzes Plastik, wohin das Auge blickt. Wie im Cougar setzt auch die Consul-Besatzung auf Kunstleder. Schlager, Schnäuzer, Sahnetorte, die biedere Consul-Welt war damals in Ordnung. Gerade wegen seines damaligen Spießer-Images ist der Consul heute bei Klassikfans heiß begehrt. Erstaunlich, wie modern und geradezu sportlich der deutsche Ford fährt, wenn man ihn mit dem US-Kollegen vergleicht. Musik
Dicker ist eben nicht gleichzeitig doller. Gute Exemplare des Consul gibt es bereits ab 6.000 Euro. Aber die Auswahl ist nicht wirklich groß. Für einen Mercury Cougar der zweiten Generation muss man schon das Doppelte hinlegen. Zwei Ford Coupés aus zwei Welten. Am Ende haben sie doch viel gemeinsam. Mehr 70s Feeling geht kaum noch.